Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Wars. Wir sind hier beim letzten Mal über die Bridge of Exiles gegangen und können nicht mehr zurück. Deswegen wollen wir uns jetzt mal hier umgucken. Da finden wir schon mal etwas. Mad Screaming Rings in Your Ears. Das klingt ja alles ganz herzallerliebst. Enter Decaying City, aber natürlich. Snake Pit. Wird er immer einladender. 75. After what seems an eternity, you locate the source of the screaming. Ah, gut. Nearly mad yourselves, you find the city of the mad squatting on a desolate shore. Feeble huts made of driftwood and debris huddled together in a feeble pile. White-haired loons with wild eyes stumble to and fro, mumbling to themselves or shrieking like cats. Crazed citizens of the place wrestle with one another, seeming like writhing human serpents. It's a madhouse, indeed. And the inmates are running the asylum. Ja. Yeah. Okay. Na gut, wir sind jetzt hier. Also, jetzt verhaltet euch mal ordentlich, ne? Also, weil da ist was, okay. Gehen wir da nochmal hin. Hier steht eine Wand. Okay. Okay. Aha. Hoho. A mad artist inscribes designs on the sandy floor of this hut. I don't have to do this, you know, he says as you enter. It's uncertain if he's talking to you or if you walk in on him while he was talking to himself. I can make a good living as a tattoo artist, but I will draw on you, Mother Earth, because everyone else draws from you. You, who, moo, moo. The artist jumps up and bounds about the hut. Moo, moo. Don't you see? It's all so clear. At last, at last. The poor man rushes past you and is quickly lost in the village of the lost. Yep. I said moo. Okay. Selbstverständlich. Okay. Naja, dürften wir ja keinerlei Probleme haben, uns hier irgendwie, nicht wahr? Alle bekloppt hier. Okay. Mal schön alles abgehen hier. Immer wieder die Coastline. You find an old man sitting under a tree by the water. I won't go inside. You can't make me. Okay, was machst du hier? Du stehst hier under a tree by the water. Okay. Ah! Okay, noch ein Gebäude, wollen wir mal reingucken. Hallo, this closet is filled with folding beach chairs. Aha! Ja. Okay. Wirklich für die Verrückten. Who will get the loot? What? Da ist irgendwas. Hier können wir was looten. Stonehead! Ja, her damit! Ja, her damit! Okay. Warum hast du keinen Platz mehr? Jetzt mal unter uns. Water pushen. Ah, ja. Dann nimm doch mal das Lohorn, gib das Tanja und du trainierst das Malor. Holy Spear, hatte ich das? Ja. Erstmal nicht. Aber noch, es konnte noch irgendeiner aufsteigen, glaube ich. Wir können ja noch mal gucken, wenn irgendwas am Bapf. Ja, das war alles okay soweit. Dragonstone, ja. Okay, dann mal gucken. Es, du nicht. Du nicht. Du nicht. Du. Dexterity. Du nicht. Du nicht. Und du nicht. Okay. Gut. This closet is filled with beach umbrellas. Okay, ja, das ist ganz offensichtlich hier die Dings.
Badestrand und alle sind verrückt. Das ist jetzt so ungewöhnlich nicht. You smell fresh pine. Okay. Fresh pine branches lay beneath a tree. Okay. Qualo, du bist unser tree-loving Guy. Nimm mal. Okay, hast du jetzt mehrere genommen oder wie stellt sich das dar? Ja, okay. Die brauchen wir bestimmt. Ah. Aha. So, so. Können wir da irgendwie hin? Ich könnte ja einfach mal wieder speichern. Können wir hier hin? A little boy bearing an oversized polearm guards the entrance to this hut. This is the king's boathouse. No one may enter unless on business of the king. Wie kommst du mit dem ganzen ständigen Geschrei klar, das hier herrscht? It would be cruel to hurt him. Really? You can see behind the boy. The room he occupies is empty. Ich habe irgendwie das Gefühl, das stimmt nicht. Okay, haben wir noch. Okay, haben wir hier. Hier haben wir noch was. Ist das. Ah, das. Ah, okay, das scheint der. Na, halbwegs intakte Teil zu sein. Nein, nicht. Ne? Okay, verspannt. Na gut, dann gucken wir uns hier mal um. Wo wollen wir hier mal irgendwo? Hier noch irgendwas? Nope. Hallo? A dwarf springs up as you enter the room. He eagerly scans your party, then collapses in disappointment. Ja, das passiert nie. No Dwarfs. Dafür musst du uns erst. Ich meine, ist das nicht offensichtlich? Aber gut. Never are there any Dwarfs. Poor Josephina is all alone. Ah, du bist Josephina, nehme ich mal an. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn Personen von sich selbst in der dritten Person sprechen. Also das. The Dwarf has a woman's name, but it's bearded and it smells and well, no matter. Okay, bearded, ich glaube, das ist einfach der Witz, dass Dwarf Women auch Bärte haben. Und smells, ja. So ist etwa. Was ist denn das für Diskriminierung? Frauen riechen auch. Außerdem steht ja nicht smells badly. Also, was zugegebenermaßen häufig Männer sind. Ist ja auch egal. Well, no matter. Josephina is probably just as crazy as everyone else in this silly town. The kingdom is broken, cries Josephina. The great clan hall is sealed and all the dwarves slumber in the vaults. Okay, meine great. Das klingt aufschreibenswert. Ich habe letzter Zeit schon mal ein paar Sachen gehabt, die ich schon hätte aufschreiben sollen und die ich nicht aufgeschrieben habe. Deswegen schreiben wir jetzt mal lieber ein bisschen mehr auf. Wir sind hier Snake Pit. Josephine. Clan Hall. Also ich nehme an, Dwarven Clan Hall. Is sealed. And all the dwarves slumber in the vaults. Dwarves. Slumber in the vaults. Okay. Namta stole the eyes from our icon and hurled them into the sea. Okay, Namta stole eyes of
Icon and hurled them into the sea. Okay. Every day I search the coast, but never do I find the eyes. Ja, okay, das wäre auch reiner Zufall, wenn sie ausgerechnet hier jetzt angeschwemmt würden. Außerdem würde das ja bedeuten, dass sie nicht einfach auf den Boden gesunken sind. Josephina continues to weep, hardly aware of your presence. Ja. Diese Wirkung haben wir mitunter auf unsere Mitmenschen. So, das ist ja alles sehr hochinteressant. Okay. Naja. Gehen wir hier rein. Hier ist nix. Gehen wir hier rein. Hier ist auch nix. Gehen wir hier rein. A old woman hugs her knees. The king is near. Sagst du das, weil wir hier sind, oder sagst du das einfach so, weil das dein Standard... Ach du liebe Güte. Die sind da alle bekloppt hier. Okay. Ich meine, sind sie wahrscheinlich buchstäblich. A miserable little man in a jester's outfit. Oh Gott, Chuckles ist hier. Sits in the corner. A man is born crying. When he's cried enough, he dies. Ja. Ist richtig. Okay. Ja. Hallo Chuckles. Also das ist zukünftiger Chuckles, was mit ihm passiert ist. Nachdem ihn Lord British zu Recht dann irgendwann rausgeschmissen hat, weil er seines Unsinns überdrüssig wurde. Okay, da können wir. Aber wahrscheinlich, wie wir Lord British kennen, wird er dieses Unsinns nie überdrüssig, weil Lord British selbst voller Unsinn ist. Was haben wir hier? Wie am Ende von Ultima 5, denke ich, spätestens klar wurde. Wieso drücke ich immer, ich spiele nicht Bard's Tale, ich spiele Dragon Wars. Ich muss nicht J drücken, sondern Fragezeichen. So, da haben wir ja mal definitiv was, wo wir nicht rein können, wa? Spiel? So, so, ja, so. Okay. Nope, keine Secret Door. Keine Secret Door. Ja, yeah, King ist näher. Keine Secret Door. Renne ich überhaupt gegen die richtige Wand? Ja, theoretisch schon. Irgendwo muss ja doch eine Secret Door sein. Weil, ich meine, das ist doch da nicht zufällig. Upsa. Ja, hier. Yeah. Read Paragraph 80. Okay. The center post of this communal hut shelters a secret chamber. Ja. A skeleton dressed in the royal colors of King's Home. King's Home. King's Home. Nehme ich mal an. Sits on a makeshift throne. Whoever this was, he's been dead a long time. A royal signet ring gleams on one skeletal finger. The ring seems both valuable and important. Okay. Oh. Okay. You have found a locked chest. Noch ein Secret. Who will unlock the chest? Easybar. Easybar opens the chest. Who will get the loot? Ach Mensch Gott, Spiel. Tanja, Luckwound. Crush Mace, Megabolt, Grand Sword und Magic Bell. Bow, dann wollen wir mal gucken. Also das, der Magic Bow, das ist schon mal was für unseren Bow-User, ne? Das wäre so. Also, da machen wir das schon mal so. Also Gilderandor nimmt sich schon mal den Magic Bow. Und dann gucken wir mal, was der andere Kram so macht. Wir haben einen Grand Sword. Das ist ein Zweihänder, dummerweise. Und ist nicht besonders gut. Also macht 2D
Ich meine allerdings nur 2D12, nicht 20, aber immerhin 2D. Das heißt, wir haben mindestens 2 Hitpoints-Schaden. Und bringt keine Rüstungsklasse. Nee, das ist kein gutes Schwert. Das, ich meine, können wir mitnehmen und verkaufen. Megabolt ist ein Bolt. Das ist vielleicht was für Valar. So, was ist eine Crush Mace? Das nehmen wir mal an, ist eine Mace, mit der man crushen kann. Habe ich das nicht clever kombiniert? Crush Mace. Okay, sie macht mehr Schaden als unsere Maces, hat allerdings keinerlei andere Boni. Okay, naja, das ist so gut jetzt auch nicht. Luckwand auch noch. Luckwand nehme ich an, zaubert Luck oder sowas. Gut, naja, etwas so. Wie sind wir denn jetzt so aufgestellt hier? Du bist voll, du bist voll. Du bist voll. Du bist noch nicht voll, du bist noch nicht voll. Das Grenzwort können wir ja weg. Ne? Voila, hat er gar nichts. Trikots. Okay. Könnten damit. Also, was wir auf jeden Fall mal machen. Du hast den Magic Bow. Der. Hast du den Magic Quiver? Hast du auch. Also der Magic Bow verhält sich zum Great Bow. Dass er weiter schießen kann. Weniger Dexterity braucht. Und doppelt so viel Bonus gibt auf Trefferchance. So, und wenn du schießt, der andere schießt mit dem Tricross. Schießt nur 30 weit, mit dem Great Bow würdest du 50 weit schießen. Wie ist deine Dexterity? Müsste reichen, dann könnten wir dir den anderen Bow geben. Nur für Spaß. Also du equipst jetzt mal den. So, dann kann der Great Bow. Und das können wir eigentlich auch Qualor geben. Ne? Dann hat der noch einen Bogen. Aber Qualor können wir auch die Crossbow geben. Ja, ist egal. Gehen wir erstmal Valar. Der hat vor allem noch Platz in seinem Inventory. So, die Grey Arrows können dann auch zu dir. So, du equipst jetzt noch den. Ja, der. Ach, den Archer's Bow haben wir ja auch noch. Das sind, wir haben ja. So, das equippen wir jetzt. Jetzt haben wir Magic Quiver und Magic Bow. Es gibt noch einen coolen, den könnten wir. Ich meine, der Magic Bow ist definitiv besser als der. Aber jetzt haben wir einen Müll, den haben wir noch nicht, ne? Mal kurz was checken. Okay. Na gut. Ja, jetzt sind wir. Wieder falsche Taste. Wir sind hier aber immer irgendwie noch nicht so wirklich weitergekommen. Was ist denn hier mit dem Kollegen Gaga? Wo warst du denn? Hier irgendwo? You find an old man, you can't make me. Können wir dich mit den Branches verprügeln, die wir hier gefunden haben? Ich meine, die haben wir hier auf der gleichen Karte gefunden. Wie hat das irgendeinen Sinn? Qualor.
item branches. How kind of you. What? Ich nehme an, wir haben ihn nicht damit verprügelt. The old man smiles. I still have a little of the art. Let me teach you a beast call spell. Okay. Carla learns the beast call spell. Use it wisely. I sometimes summon beasts to keep me company. Das ist eine gar nicht dumme Art, diese Zauber, diese Beschwörungszauber zu verwenden. Und nicht einfach, um irgendwo, weiß ich nicht, einzumarschieren und zu invaden, sondern einfach für Company, wenn man mal, für diese Stunden. Okay, naja. So ein Beast Call Spell, ist das denn, kannst du den denn überhaupt? Kann den jeder lernen oder ist das ein Druiden-Spell? Ich meine, es klingt wie ein Druiden-Spell. Es ist ein Druiden-Spell. Okay. Wenn wir... Trade. Louis. Trade. Holla. Use Louis item branches. Okay. Ja, ja. So, und wenn das jetzt Valar macht, der das ja eigentlich nicht kann. Ups. Item. Ah, cannot learn. Okay. Use it wisely. Ja, gut. So, ich denke mal, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, wir haben hier den Signet Ring von dem königlichen Skeleton da. Wo war denn der Depp, der uns hier nicht durchlassen wollte? A little boy bearing, you know, this is the King's Boathouse. No man enter unless on business of the King. So. Ja, ja. Use. Itam. Signet Ring. Official business for King Drake of Kingsholm. Also, ja, ja. Also, ist jetzt die Frage, war das der aktuelle King, der da schon lange tot lag? Oder war der so lange tot, dass es ein Vorgängerkönig ist? Ich meine, wahrscheinlich ist der Ring, sind wir der gleiche, aber... Obwohl, wenn verschiedene Könige machen die dann nicht eigene Ringe, ist das nicht so deren Ding, dass die ihre eigenen... Ja, whatever. Also eventuell war das das Skelett von King Drake. Durchaus denkbar. The dog is through the secret door in the back. The boy stands aside. Hä? Ist besser für dich. Okay. Haha. An aged man... And dust-covered... Oh, was? Nee. An aged and dust-covered old man sits at the helm of a rickety old unseaworthy vessel. At last! Someone wishes my services! Ja, du versteckst dich auch hinter einer secret door und dann noch hinter einer Wache. Also das ist... Und vor allem auf einer Insel voller Verrückter. Enter boat. Ja, klar. You cross the seas and are deposited on another shore far away from this lunatic haven. Das klingt gut. A group of guards ambush you using powerful magic. Das klingt nicht gut. Remember, Namtar wants them alive. Is the last thing you hear before? What? Och. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? The cell door. Okay, in einem Prison. Natürlich. Das ist, na klar. Namta will uns alive. Ja, das ist ja gut. Deswegen haben sie uns nie umgebracht. Ich finde das mit diesem... Naja, haben sie uns einfach entführt und in ein Gefängnis geschmissen, aber irgendwie vergessen, die Tür abzuschließen? Oder ist das three-dimensional chess auf Seiten Namtas?
Alles etwas unklar. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal nochmal in die Dings, in unsere Zelle. Und werden noch eine ganze Menge Sachen. Okay, also was haben wir machen können? Wir können die Stone-Dinger ent. Aber gut, dazu müssen wir erstmal hier raus. Können wir da irgendwas, was wir. Quatschmeiß kann eigentlich weg. Blowhorn brauchen wir eigentlich auch nicht. Bombs theoretisch auch nicht. Dragonstones haben wir noch ein paar. Allerdings wird es langsam etwas dünn, was unsere Dragonstones angeht. Da werden wir also in Zukunft mal etwas darauf achten müssen. Wir müssen hoffen, dass wir welche finden. Ich meine, im Moment können wir noch ein paar Mal zaubern. Da würde ich sagen, machen wir hier im Knast das nächste Mal weiter, indem wir hier versuchen, aus dem Knast auszubrechen. Also vielmehr aus Kingsholm, was eigentlich genau genommen Kingsholm Dungeon sein müsste, weil wir werden ja wohl, wenn das Kingsholm ist, wird das ja wohl, also ne, Stadt des Königs oder Heim des Königs, wird es ja wohl ein anständiges Dungeon geben, wo sie offensichtlich ihre Türen nicht abschließen. Na gut, aber das ist. Können wir hier nochmal kurz reingucken, Leute? Ah, die ist locked. Deswegen können wir die eigentlich anlocken? So skillmäßig? Lockpick. Haha. Okay. Na gut. Ja, da würde ich aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Da gucken wir uns hier im Dungeon um und finden hoffentlich unseren Weg raus. Und wie sind wir hier eigentlich ursprünglich hingekommen? Ja, wir sind ja irgendwo, ja, über die Bridge und, ja. Wir wollten ja eigentlich zum Abschluss nochmal auf die Karte gucken. Das hier noch ein bisschen erkunden. Wir sind jetzt hier, okay. Also ich glaube, wir waren diese Insel der Bekloppten, das war hier irgendwo. Also hier, das müsste die Brücke, Bridge of Exiles sein. Und wir sind jetzt hier. Jo. Und wie, oder? Hä? Wo sind wir denn hinge. Also, wir sind irgendwo. Wo wollte uns der denn hinfahren? Das müssten wir nochmal. Also, theoretisch würde ich das nochmal ausprobieren wollen, weil mich das interessiert. Wenn wir hier also rauskommen, dass wir nochmal in die Dings gehen, hier in die Snake Pit. Mal gucken, wo uns der Alte mal hinfährt. Es sei denn, na gut, vielleicht ist das immer so, dass die uns, dass die Guards uns gefangen nehmen. Das müssten wir aber nochmal ausprobieren. Weil das sieht ja fast so aus, als hätten die auf uns gewartet. Und mich würde mal interessieren, wo das ist. Weil ich meine, das ist der einzige Weg von dieser, Snake Pit oder dieser Dings da, Insel der Bekloppten runterzukommen. Also muss das theoretisch. Naja, kümmern wir uns beim nächsten oder vielleicht auch erst übernächsten Mal drum. Beim nächsten Mal machen wir ja erstmal Kingsholm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder. Bis dahin. Tschüss.